Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim, leider noch ohne Darko. Und ja, ich bin hier glaube noch in der Ebene, genau, wo wir immer schön fahren tun oder fahren werden, weil Darko ja noch das ganze Schwarzmetallzeug braucht. Ich habe mir aber heute was anderes vorgenommen und zwar, okay, das wächst auch, das ist sehr nice, und zwar hier ist Jaglut. Einer der Gegner, die wir noch besiegen müssen, und dann halt noch die Seeschlange. Und dann wollen wir hier noch ein bisschen was entdecken. Ringsum, zumindest am Rand. Will ich auch mal testen, ob man runterfallen kann. Und ich werde jetzt mir Sachen besorgen. Wir werden zu Jaglut fahren, dort ein Portal aufbauen. Und dann schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Die Bootsfahrt dahin nehme ich natürlich jetzt als Timelapse-Video auf. Also die will ich euch nicht die ganze Zeit antun. Und ich denke mal, wird schon werden. Und hier haben wir ja natürlich auch noch ein bisschen was. Abbrechen. So. Hat er da auch was ausgespuckt? Da hat er natürlich auch was ausgespuckt. So, wir möchten uns aber beeilen. Nicht, dass hier jetzt gleich noch ein Raid beginnt, den ich nicht aufhalten kann. Weil ich alleine bin jetzt für die Raids mittlerweile nicht mehr stark genug. So, wir brauchen 20 von den Augen. Nein. Egal. 20 von den Augen. Wo haben wir sie denn? Da. Vierzig Edelholz und 4 Kerne. Haben wir denn noch so viel? Nee. Natürlich nicht. Aber nicht so schlimm. Nee, 40 brauchen wir ja. Scheiße. Müssen wir in der Ebene nochmal ganz kurz gucken, ob wir da was haben. Ich hoffe es. Normales. Oh ja, hier haben wir noch was. Ich brauche nur 40. So. Jo, das wächst und gedeiht ganz in Ruhe. Allein deswegen habe ich schon diese Base gebaut, damit wir da ganz in Ruhe das Zeug noch machen können. So, das Portal setzen wir einfach mal just for fun hier hin. Kriste Nummer 50. Müssen wir uns merken. So. Dann wollen wir einmal ab zu Jaglut. Wie siehst aus? Du bist noch heile. Das ist sehr nice. Jaglut ist da unten. Gut, dann würde ich sagen, fange ich jetzt hier mit dem Timelapse-Video an und wir sehen uns wieder, wenn, oder wir hören uns wieder, wenn ich da bin.
Ja, da ist das Timelapse-Video schon vorbei, denn ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die Seeschlange war dort. Ich wollte eigentlich dort zur Insel fahren, wo wir wieder das Avisierzeug bekommen. Da ist aber die Seeschlange. Und ich habe natürlich ein bisschen Damage gekriegt mit dem Boot. Aber gut, wir müssen dann eh in die Richtung, wo das Abyssil-Monster ist. Ja. Wie machen wir das jetzt? Ich müsste warten, bis Tag ist. Anders geht's nämlich nicht. Wir müssen dann darüber. Hier irgendwo ist die Insel. Also dort so, dieses Abyssil-Monster, und von da aus könnten wir ja dann weiter segeln. Vorher würde ich natürlich das Boot reparieren wollen, das heißt, ich müsste hier in den Dunkelwald rein. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, ist die andere Frage. Aber wir machen es einfach, denn wir brauchen das Holz. Wir müssen das Ding einfach reparieren, geht nicht anders. Geht nicht anders. Kann ich das? Nee, ich muss tatsächlich hinschwimmen dazu. Oh, Weltspeicher, ja. Nein, nein. Und tschüss. Da hat sich das auch schon mal erledigt mit dem Reparieren. Wow. Das die Insel. Oh, es hat sich beruhigt. Das Wetter hat sich beruhigt. Geil. Ah, da wird die ganze Zeit gekämpft. Ich will eigentlich mit dem gedamagten Boot. Ich muss darüber. Geht nicht anders. Da ist er. Da war sie. Da ist er. Da schwimmt sie beim Segel. Und die kommt auf mich zu. Da ist er. Die Midgard-Schlange. Seit wann geht die so nah ans Land ran? Das ist mir eigentlich neu. Ist da was? Wenn wir das jetzt hinkriegen. Nein. Also wenn wir das hinkriegen. Ja, das übergeil. Sie ist down. Sie ist down. Wir haben die Schuppen. Der Midgard-Schlange und das Fleisch.
Geil! Hier, Schuppen und Fleisch! Hammer! Hammer geil! So, ganz kurz. Komm, bau dich auf. Ja, komm. So. Weg hier. Wir haben Seeschlangenschuppen. Holy shit. Das ist gerade einfach nur geile Scheiße. Jetzt holen wir uns natürlich noch die Abyssil-Fragmente. Die Midgard-Schlange dürfte jetzt nicht mehr so schnell auftauchen. Aber holy shit! Also dafür will ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben sehen. Und da hinten ist die Ebene, wo Yagglu dann ist. Denke ich zumindest. Fährst du noch? Nee. Gut, dann wollen wir mal ganz kurz ein bisschen Platz schaffen. Wow. Die brauchen wir, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht. Das kommt rein. Und das machen wir mal rein. Da unten hat man das Auge gesehen von dem Monster. Und lass mich hier hoch. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Ja. Wieder ordentlich Chitin. Drachenmutter haben wir ja schon bekämpft. Das heißt, die Eier brauchen wir definitiv nicht mehr. Die werden nicht mehr benötigt. Kann man eigentlich auch die hier? Nein. Schade. Komm, das hier noch. Bevor es runtergeht. Ah! Wow, scheiße. Glück habe ich Tränke dabei. Holy shit. So. Ja, weiter geht's. Zu Yagglut. Einmal mitten über den Ozean. Jetzt scheiß drauf. Ja, so gucke ich richtig. Dann Abmarsch. Gut. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Vor allem, da wir die Midgard-Stange geklatscht haben. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video, was direkt im Anschluss kommt. Bis dahin, bleibt entspannt. Nächsten Tag und bye bye.